Grüß euch, begrüße euch zu der Servus Tirol Woche. Ich koche für euch eine Schweinebacke mit Tiroler Alpengarnelen im Speckmantel. Dazu gibt es Wirsinggemüse. Für die geschmorte Schweinsbacke schneidet Christoph zunächst das Gemüse klein. Dann würzt er das Fleisch mit Salz und Pfeffer. Wendet es in Mehl und brät es in einer Pfanne mit Butterschmalz scharf an. Das Fleisch legt er beiseite und brät in derselben Pfanne das Wurzelgemüse an. Fügt Tomatenmark hinzu und löscht mit Bier und Balsamico ab. Nun kommt alles zusammen zugedeckt bei 180 Grad Umluft für ca. 90 Minuten ins Backrohr. Christoph löst die Tiroler Alpengarnelen aus der Schale und umwickelt sie mit Bauchspeck. Kurz vor dem Servieren brät er sie von beiden Seiten knusprig an. Wir schneiden den Wirsing klein und blanchieren ihn in kochendem Wasser. Damit er seine Farbe behält, legt Christoph den Wirsing in Eiswasser ein. Für die Bechamel erhitzen wir Butter und Mehl zu einer hellen Schwitze und gießen diese mit dem Obers-Milchgemisch auf. Eine gute Idee für die Bechamelsoße ist, die Milch und das Obers erhitzen auf 40 bis 50 Grad und dann aufgießen auf die Einbrennen, damit keine Klümpchen entstehen. Wir lassen die Soße bei niedriger Temperatur 15 Minuten köcheln und fügen erst danach die Gewürze hinzu. In der Zwischenzeit bratet Christoph Zwiebel und Speckwürfel kurz an und mischt Petersilie darunter. Musik 20 Minuten vor Schluss fügt Christoph die Kräuter hinzu. Guter Letzt vereinen wir Wirsing, Bechamel und die angebratenen Speckwürfel in einem Topf.
Wir richten die geschmorte Backe mit der Alpengarnele im Speckmantel und dem cremigen Wirsinggemüse auf einem vorgewärmten Teller an. Guten Appetit!